So, rein damit. So. Alter, Felix P. Oh, ich bin krass. What the fuck? Auf jeden Fall, heute ist DC Fandom wird heute starten, ne? Heute kommt das Event. 24 Stunden lang. Ja. Und. Ja, aber Schlaftablette, Digga. Was ist das? Ja, das ist ein Event von DC, wo jetzt die neuen Filme gezeigt werden. Kommt auch ein neuer Film. Dwayne Rock Johnson wird auch vor. Also, was heißt vor Ort, Alter? Der wird wahrscheinlich mit der Facecam ganz kurz da sitzen und sagen: Hey Leute, ich bring's. Keine Ahnung. The Rock? Das Problem bei Dwayne Rock Johnson, meiner Meinung nach, ist, er spielt immer dieselbe Rolle. Super geheimer Ex-Militär-Polizeityp, der lustig ist. Kommt jedem Sommer im Kino, bis er 60 ist, keine Ahnung. So ist das Gefühl Dwayne Rock Johnson, Digga. Aber ist das nicht bei voll vielen so, dass die so. Ja, ist genau wie mit Liam Neeson, ist ja genauso, ja, Alter. Genau, der spielt auch immer diese eine Rolle, wo seine Tochter entführt wird, Alter. Ich meine, hat er es nicht langsam mal satt, dass seine Tochter entführt wird, Alter? Ich meine, die Drehbücher werden ihm doch vorgelegt, Alter. Denkt er sich nicht irgendwann mal, schon wieder wird die Alte entführt? Meine Fresse, Alter. Das ist schlimmer als bei Mario und Peach, Junge. Ich meine, Alter, come on, Alter. Die ganze Zeit. Das ist ja, doch. Ja, das ist halt wirklich so, Digga. Es gibt einfach Leute, die haben immer dieselben. Als ob du schon wieder rausgeflogen bist, Underman, Alter. Willst du mich verarschen? Oh, jetzt mach ich wieder auf öffentlich, Junge. Boah. Ja, Underman, was ist mit deinem Internet heute los, Digga? Das ist nicht sein Internet, ist einfach sein Gehirn, das nicht so gut funktioniert. Stefan? Ja. Zwei Fragen. Einmal, können auch Leute mitmachen? Ja. Ja, das wurde vorhin gesagt. Okay, und zweite Frage ist, PlayStation kann ja auch mitmachen, wenn jemand, wenn er halt die Xbox-App hat, ne? Ja. So, jetzt geht's. Okay. Ne, wenn ich reinschreine in die Party, dann komme ich in so eine komische Party rein und das ist die falsche Party und jetzt bin ich in der richtigen Party drin. Ich habe keine Ahnung, es war zu viel Party auf einmal, Alter. Ja. Was für eine Scheiße. So, ich hab auf jeden Fall Einladung geschickt für die Leute. Ja, ich hab Einladung geschickt, hab ich gerade gesagt. Hör mal zu. Für einen guten Gaming-PC braucht man nur 700 Euro. Ja, nur 700 Euro, Digga. Ja, aber du kriegst keinen 700-Euro-PC. Also, du kriegst keinen 700-Euro-PC, der mit einer 400-Euro Xbox Series X mithalten kann, glaube ich. Doch, ja, sicher. Also, mithalten meine ich jetzt im Sinne von auf demselben Level und nicht jetzt gerade so ein bisschen hinterherhinken oder sowas. Ich meine, natürlich, du kriegst auf AliExpress und auf gebrauchten Seiten die Teile viel billiger. Das ist kein. Oder AliExpress, Alter. Oder auf. Qualitätsseite Number One. Ja, oder auf der Seite, wo irgendwie so ein paar Grafikkarten einfach vom LKW gefallen sind, Digga. So. Ja, natürlich, du kriegst manche Sachen billiger ran. So, aber. Come on, Alter. Wird jetzt wirklich irgendwie aus irgendwelchen. Das ist so als. Hast du schon mal Videos gesehen, wo Leute sich PC auf Wish zusammengebaut haben? Meine Fresse, Alter. Das ist. Ja, das macht aber auch nur Spaß, weißt du. Digga, die Grafikkarten. Die waren so kunterbunt zusammengeschustert, Alter. Die haben auch so viele Grafikkartenteile rausgebaut und da einfach reingesetzt, wo du dir denkst. Darf man das, Digga? Das ist eh nur Fake. So, das Ding fliegt doch gleich in die Luft oder sowas, Alter. Ey, das war echt crazy, was ich da gesehen habe, Alter. Wie sie die Grafikkarten zusammengebaut haben. Kannst du mich doch nochmal einladen? Junge, was ist mit deinem Internet heute los, Alter? Ja, was? Gar nichts mit meinem Internet. Ja, woran liegt's denn dann sonst? So ein Blödsinn, Alter. Weißt du, du gehst auf sein Internet, er direkt beleidigt, Digga. Ja, wenn's nicht am Internet, woran kann's liegen? Sag's mir. Ja, an die Xbox-App. Einfach ja, so. Ja, wahrscheinlich, Digga. Ja. Digga, gib's einfach zu, Digga. Alter, Mann. Ja, komm, du bist das Spiel beigetreten. Bei mir steht oben Spiel beigetreten. Ja, jetzt bin ich eh drin. Ja, warum wolltest du jetzt noch eine Einladung, wenn du eh reingekommen bist, Digga? Wann laberst du denn, Digga? Rex, hat mich ja eingeladen, du Pfeffet. Schön mit dir, Digga. Du kriegst einen PC mit einer Ryzen 5 2600 und einer RTX 270. Wie, ich krieg das? Krieg einfach so geschenkt, oder wie? Perfekt, ja. Fuck, Alter. Schreibt einfach rein, du kriegst einen PC und Ryzen, ja. Dankeschön, Digga. Soll ich eine Adresse geben? Schickst du einfach vorbei, oder was meinst du, Digga? Schick mir mal Grafikkarte, Digga. Komm einfach ein Paket an, Digga. Und er schickt dir. So, bin wieder da. Alter, meine Fresse. Ich will auf jeden Fall, ne, ich hab so viel Technik-Scheiß bei mir auf Arbeit, ne. Alter, ich glaube, das wird mir irgendwann richtig heftig bei mir, Digga, wenn die PlayStation 5 bei mir auf Halle steht, Digga. Einfach dieses SpongeBob-Meme, Alter. I don't need it. Warum? Was ist? Ja, weil ich wette, dass ich irgendwann, weil wir haben ganz viele Elektro-Sachen bei uns auch auf Halle, die bei uns durchgeschickt werden von Saturn, Mediamarken, so ein Scheiß halt. Da haben wir irgendwelche 4K-Fernseher, die so groß sind wie ich selber, Alter, so. Also, ja, nimm doch mit.
Digga, ich hab. Alter, wie soll ich den mitnehmen? Der ist gefühlt größer als mein Auto gewesen, das Scheißding, Alter. Der Trick ist, ihn so zum Auto zu tragen, als ob er angehören würde. Ja, der Trick, ja, aus. Oh Gott, das war aus Big Bang Theory, ne? Du musst einfach so tun, als. Du musst einen Trick, das musst du tun, als ob er den gehören würde, Digga. Einfach zum Auto nehmen, das Ding, Alter. Einfach so einen riesigen Fernseher mitnehmen, Alter. Oder einfach einen 8K-Fernseher abmontieren und mitnehmen. Ah, was heißt abmontieren? Die kommen auf Palette, Digga. Kriegst einfach so ein Ding und nimmst einfach runter, Junge. Wo ist denn der Fernseher? Ja, der ist von Palette gefallen, ist kaputt gegangen, aber jetzt ich jetzt halt mit nach Hause genommen. Müssen wir, damit wir uns nicht darum kümmern müssen, den zu entsorgen, habe ich mich geopfert, den mit nach Hause genommen, ihn dort zu entsorgen. Ja. Alles klar, Digga. Genau wie das eine Mal, Alter. Ich habe mich gewundert, da kam so ein Kraftfahrer bei uns an, ne? Komplett mit Tränen, Alter. Ich dachte, ist irgendwas Schreckliches passiert oder so, ne? Da bin ich so, kannst du mir kurz beim Abladen helfen? Dachte ich, oh mein Gott, was ist passiert, Digga? Hab ich irgendwas verpasst oder so? Ich fahr so hin zu seinem LKW, will entladen, eine scheiß Salsa-Palette ist umgekippt, ein so richtig scharfes Zeug, Alter. Ja, ey, ich hab das abgeladen, ich hab so geweint beim Abladen, Digga, weil das so die Augen wehgetan hat. Wir standen einfach so mit Tränen in den Augen und haben die Scheiße abgeladen, Alter. Bin da mal kurz weg. Da kam so der Lagerleiter und fragt so, was ist denn bei euch los? Ist irgendwas passiert, Alter? Wir sitzen einfach nur und weinen mit roten Augen, Alter. Digga. Oh, einfach zu genial. Und auf jeden Fall, ich arbeite jetzt seit 3 Wochen bei mir in der Firma, ne? Es gibt bei mir, also ich kenne alle bei mir auf Halle, jeden Einzelnen mit dem Namen und ich kenne 2 Leute aus dem Büro. 2 Leute. Heißt auch einer Stefan? Ja, auf Halle, ja. Aber mit PH, also seine Eltern wussten nicht, wie man den Namen richtig schreibt, also... Alter. Auf jeden Fall, Die ist rausgehauen. Auf jeden Fall, ne? Ich kenne 2 Leute aus dem Büro. Ich kenne 2 Leute mit dem Namen aus dem Büro. Alles mega chillig so. Auf einmal kommt da ein Typ von... Die? Ich will die Namen jetzt nicht sagen, Digga, nenn es einfach mal Max und Moritz, Digga. Vielleicht heißen sie so. Auf jeden Fall stell dir mal vor, so, wir sitzen alle unten, wir haben diese Woche auf Arbeit nichts zu tun gehabt, ne? Die letzten Wochen waren relativ anstrengend, aber diese Woche war einfach nichts zu tun, ne? Ich habe 1 Stunde gearbeitet, danach 1,5 Stunden lang rumgesessen, mit dem Handy gespielt, Alter. Digga, dieser Akku-Struggle war einfach real, Junge. Ich war in Lagerleiter so auf den Nerv gegangen, Alter, um WLAN zu bekommen. Ja. Auf jeden Fall saßen wir dann da alle so mega chillig, so alle am Handy, so Lagerleiter war weg, wir waren nur noch ich, ein Lehrling und noch ein anderer Mitarbeiter, wir saßen alle da, mega chillig, ne. Auf einmal kommt Moritz runter von oben, ne, und sagt so, ey, 16 Uhr kommt der und der, müsst ihr abladen, ne, ich bin weg, ich hab gerade meine Kündigung gehalten, haut rein. Es ist nur, wie jetzt, bitte was? Der hat einfach, no shit, der kam einfach runter, hat seine Kündigung gekriegt, einfach gefeuert, mitten am Tag einfach gefeuert. Der wurde einfach gefeuert, Digga. Hat er denselben Status? Der hat 3 Jahre dort Lehre gemacht. Also der war Lehrling und ist danach dann geblieben in der Firma. Und hat dann da weitergearbeitet. So. Und der hat dann einfach, weil er halt, ist immer so, wenn du Lehre dort machst und danach kriegst du halt einen neuen Vertrag, ne? Nach der Lehre, wenn du dann weiterarbeitest. Da hast du halt wieder diese scheiß Probezeit drin. Ja, und der hat irgendwie den Chef angelogen wegen irgendetwas, keiner weiß warum. Ja, da wurde er gefeuert deswegen. Einfach Kündigung gekriegt. Einfach tschüss. Ja, aber trotzdem, vor allen Dingen, die waren oben, weißt du, wie viele Leute oben im Büro sitzen bei mir in der Firma? Sicher viele. 4 Leute. Und einer davon arbeitet gerade Praktikum, weil er seine Lehre bald anfängt. Das bedeutet, du hast oben im Büro eine Facharbeiterin. Mega geil aus dem Fall. Auf jeden Fall, du hast oben eine Facharbeiterin. Dann hast du den einen, der seine Lehre gemacht hat und dann dort gearbeitet hat. Dann hast du noch einen zweiten Lehrling gehabt, zweites Lehrjahr. Und dann hast du jetzt noch einen anderen Lehrling, der jetzt demnächst anfängt. Das bedeutet, jetzt gerade oben sitzt du noch eine Facharbeiterin und 2 Lehrlinge. Das ist das Büro. So. Wie viele Frauen arbeiten bei dir? Ich hab keine Ahnung, ich hab jetzt keinen Durchschnitt, Alter. Digga, warum fragst du so viel nach deiner Firma, Alter? Wie heißen die denn dort? Wie viele arbeiten dort? Wie viele kennst du dort? Wie heißen die? Alter, man gerade auf Google unterwegs, Digga, macht Ausschlussverfahren, Alter, wo arbeitet er, Alter? Bitte Volk, Alter. Ich hab gerade so eine. Sag mal, Stefan, wenn du dort arbeitest, ne, von wo kommt denn die Sonne? Ist sie mehr östlich oder mehr in südlicher Richtung? Digga, ohne Witz, Alter, was ist mit dir? Nee, darf ich nicht fragen. Wo ist der Mond, wenn er untergeht? Ist er mehr dort zu sehen? Hast du einen sicheren Blick auf den Mond? Oder hast du ein Hallendach, was den Weg versperrt? Alles klar, der Mann, Digga. Ja, aber es ist an sich mega chillig, Alter. Das einzig Gute ist, ich habe schon mit meinem Lagerleiter und so geredet, ne, weil das mit dem Kündigung, ich meine, Alter, what the fuck, Alter. Er meinte so, keine Sorge, du wirst nicht gekündigt, wir sind so wenig Leute, wenn er dich kündigt, dann funktioniert gar nichts mehr. Und ich stehe einfach da und denke mir, ja, alles klar, Digga, einziger Grund, warum ich nicht gekündigt werde, ist, weil einfach zu wenig Leute da sind, ne? Nice, Digga. Aber im Büro hat das ja anscheinend auch nicht so funktioniert, sonst hätte er den ja auch nicht gekündigt. Achso, und der andere im Lager, der Max hat jetzt Urlaub. Das heißt, jetzt oben ist nur noch erstes Layer und eine Facharbeiterin. Musstest du schon Pakete zu dir selber schicken?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich arbeite halt nicht bei DHL oder bei Amazon, aber wo die ganzen Pakete verschickt werden, oder OPS. Kann er nicht. Wir haben keine so Personensachen, also nicht auf Personen wirklich bezogen. Ach so, okay. Wir haben Selbstabholer, die sowas sagen, von wegen, wir nehmen Pakete an, zum Beispiel. Das heißt, wenn du auf online was bestellst, kannst du ja manchmal eingeben, von wegen, dort wird's hingeschickt und da kann man sich's dann abholen. Ah, so die Drohnenpakete. Sowas haben wir dann zum Beispiel, dass man sagen kann, okay, bei Amazon, ich bin nicht zu Hause, schick das Paket mal dort, und damit ich es später abholen kann. Sowas haben wir. Und wir haben halt mehr so eine großen Kunden halt. Oder Zwischenlager. Wenn zum Beispiel was von Edeka kommt und die das von dem einen zu den anderen schicken, wird das bei uns zwischengelagert. Zum Beispiel, wenn eins sagen wir, der kommt von der Türkei, fährt zu uns und will rüber nach England. Also halt rüber. Das heißt, die von der Türkei fahren zu uns, wir laden die ab, machen anderen Scheiß drauf und dann stellen wir die Ware rüber auf einen anderen LKW und von dort aus wird es dann weitergeschickt nach England oder so. So was ist halt bei uns so ein bisschen. Und wir sind halt Spedition. Also Spedition ist ja halt Warenannahme, manchmal Bearbeitung und dann halt wieder weiter verschicken. Also bei uns ist quasi Zwischenlager. Die Ware kommt an, wir bereiten sie auf Versand vor und dann wird sie weitergeschickt. So ist es halt bei uns. So ein bisschen Aufteilung so. Alles, was bei uns also rausgeht, verschicken wir direkt. Oder sowas auf Paketen. Doch. Ein paar Kundennamen habe ich vorhin. Aber auch nur halt von den Chefen, ne? Zum Beispiel, ich könnte mir auch einen Spaß machen und einfach mal die ganze Telefonnummer aufschreiben auf dem Paket und einfach mal anrufen, so aus Langeweile. Ja, im Stream. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe schon mit den Gedanken gespielt, weil wir haben auch Mediamarkt-Sachen manchmal. Wenn irgendwann eine Palette da ist mit PlayStation 5, dass ich dann einfach da die Telefonnummer nehme und mal anrufe, ob ich mal einer runternehmen kann, wegen Geld und so, scheiße, über PayPal schicke oder so, scheiße, Digga. Digga, als ob die das machen, Alter. Ja, wenn sie es safe nicht machen, Digga. Einfach mal anrufen, kann nicht schaden, Alter. Du bist die als allererstes in der Hand halten? Nee, nicht als allererstes. Also, ich habe die, also, wenn die über uns verschickt wird, was da nicht feststeht, weil du hast ja, kommt auch immer darauf an, von wo die kommt und wo die hin muss, ne? Dann habe ich sie nicht als Erster in der Hand, aber einer quasi der Erste, die PlayStation in der Hand hat, weil die dann über uns halt versendet wird. Du musst also denken, auf einmal sind 500.000 PlayStation 5 also im Lager. Also bevor die im Laden stehen, wirst du die schon in der Hand halten? Wenn die über uns verschickt wird, werde ich sie schon einmal vor dem Laden steht, schon mal in der Hand gehabt haben oder gesehen haben. Kannst du berühren. Schieß einfach davor, berühren. Nicht anfassen, berühren. Oh, ja, aber schick dann ein Foto, okay? Auf WhatsApp. Alter, wenn mir ist die PlayStation scheißegal, scheiß Exklusivspiele, Digga. Wer spielt dann schon PlayStation, Digga? Schick mir ein Bild, wenn du PlayStation hast, Digga. Schick mir ein Bild. Ohne Witz, Digga. Nur kleine Kinder spielen halt auf der PlayStation. Kann ich nicht verstehen. Das ist eine dämliche Aussage. Das ist aber faktisch falsch, aber okay. Ja, ah, das hat Underman. Denken ist nicht seine Stärke. Wie war das bei RTL? Er ist nicht dumm, er hat einfach nur kein Glück beim Denken. Das ist Underman einfach, Digga. Ah, naja, was willst du machen, ne? Du musst es dir wie ein Mediamarkt-Gewinnspiel vorstellen. Als mir eine PlayStation 5 zu holen. Das glaube ich dir aber nicht. So. Ach, morgen mit einer PlayStation 5. Aber so bei Saw, Digga, er wird so umgebracht, Digga. Du kannst jetzt eine PlayStation für einen Cent kaufen. Nö, ich hack mir lieber die Hände ab. Alles klar. Ja, keine Ahnung. Aber ich bin gehypt auf einen neuen Konsolen-Release, Digga. Ich bin auch überlegen, ob ich einen Tag frei nehme, wenn die Konsole rauskommt, so. Ich habe halt fünf Urlaubstage, Alter. Ich habe keine Ahnung, wann ich die nehmen soll. Warum so wenig? Weil ich nur ein paar Monate da jetzt arbeite? Erstmal so. Ich habe halt wirklich nur so ein paar Monate, bis ich dann quasi. Also ich habe halt jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Urlaubstagen. Und da ich jetzt erst im August angefangen habe, habe ich halt nicht so viele Tage, ne? Ich glaube, pro Monat hast du einen Tag oder war das? Ne, zwei Tage pro Monat oder so, glaube ich, keine Ahnung. Hast du nicht gesagt, dass du erst seit 3 Wochen da bist? Oder, was geht? Ja, seit 3 Wochen, ne? Anfang August halt, ne? Oder was meinst du? Ja, ist doch so, ja. 3 Wochen, ja. Anfang August. Wirst du nächste Woche Schicht? Frühschicht. Ich habe am Montag von 2.30 Uhr bis 11.30 Uhr und dann ab Dienstag habe ich von 5 bis 14 Uhr. Jetzt ist er mit Fernglas vor jedem Spezifikations... Alter, einfach, Digga, auf Google, Digga, auf Google Maps unterwegs, Junge. Wo ist er denn? Wo macht hier jemand Feierabend, Digga? Ich finde ihn. Er war Liam Nielsen, Digga, am Telefon. Ich werde dich finden, Digga. Nee, ich habe was gesehen auf YouTube über Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt? Da gibt's eine gute Psychiatrie, Alter. Willst du dich mal besuchen, oder was? Kann ich dir nur empfehlen, Alter? Nee, ich mein du. Wenn du wirklich ein Burnout hast, dann kannst du zu diesem Doktor hingehen.
Ich und Burner ja, wahrscheinlich, Digga. Ziemlich sympathisch. Digga, weißt du, was ich einfach für eine Heilmethode hab gegen Burnout, Digga? Wenn ich keinen Bock hab, mach ich einfach nichts. Das ist meine Heilmethode gegen Burnout, Digga. Also, no shit. Ich hab schon so oft Kopfschmerzen und so eine Scheiße gehabt wegen YouTube damals, so ein bisschen, Alter, weil so ein bisschen stressig war. Also, irgendwann hab ich dann einfach. Scheiß auf, Digga, einfach. Warum? Oh Gott, ich hab eine Boots, hab kein Pickaxe und ich schmelze die ganze Zeit Stein, Junge. Ich bin glaub, so ein Vollidiot, Digga. Burnout nicht los. Ja, es also kommt halt immer auf die Person drauf an. Ich sag mal, so ein Burnout kündigt sich ja immer so ein bisschen an. Du hast ja nicht von jetzt auf morgen einfach so, oh Scheiße, mir geht's beschissen. Doch, ja, doch, das kann auch sein. Ja, aber in meisten Fällen hast du das einfach, wenn du deinen Körper kennst, du spürst es ungefähr so nach dem Motto. Ich sag mal so, ich bin ja jetzt nicht der Jüngste oder so, ich bin schon beim Körper so ein bisschen unterwegs, ich kenne ihn so ein bisschen, Digga. Oft genug erkundet auf jeden Fall. Erkundet? Also wenn man das vorher erkennen kann und das vorher aufhalten kann, dann würden doch so gut wie, da müsste doch eigentlich keiner Burnout bekommen, weil man kann es ja vorher sehen. Aber ja, aber du kannst ja nicht jedes Mal mal Gefühl aufhören, das ist halt von Person zu Person unterschiedlich. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich kurz vor einem Burnout oder generell vor richtigen Stresssituationen bin, dass ich Kopfschmerzen habe. So, ich habe halt ein Dröhnen auf dem Schädel. Und wenn ich das halt habe, dann höre ich halt auf, mache einen Tag lang gar nichts, chill einfach mal, danach geht's am nächsten Tag besser. Ich habe das, glaube ich, zweimal ich bis jetzt einen Burnout gehabt, wo ich wirklich dachte, scheiße, ging's mir richtig dreckig. Wo ich wirklich einfach nur so schlimme Kopfschmerzen hatte und es mir so dreckig ging, Alter, und ich jedes Mal Konzentrationsprobleme hatte. Junge, ich habe wegen jeden scheiß Taschenrechner ausgeholt, ich konnte nichts mehr rechnen, weil ich mir so eine Schädel wehgetan hat, Alter. Also ich habe gefühlt wirklich 2 plus 2 oder so eine Scheiße gegoogelt, Alter. Mir ging's so dreckig, Alter, ich hab so Konzentrationsprobleme gehabt, und ich konnte an nichts mehr wirklich denken. Ey, das war so anstrengend, ne? Und seitdem habe ich halt immer so ein bisschen. Jedes Mal, also ich weiß ja halt jetzt nicht, ob es jedes Mal, wenn ich Kopfschmerzen habe, wirklich kurz vor einem Burnout ist oder so. Aber jedes Mal, wenn ich halt irgendwie Kopfschmerzen habe, dann. Kopfschmerzen sein. Ja, genau, du kennst. Ich kenne halt den Unterschied nicht so wirklich. Aber seitdem ich halt immer jedes Mal, wenn ich Kopfschmerzen habe, einfach dann runterschalte, ist es halt. Habe ich halt nichts mehr gehabt. Also ich habe jetzt seit 4 Jahren oder so nichts mehr gehabt in diesem Bereich. Weil ich halt immer so, wenn ich Kopfschmerzen habe, was mir ein bisschen beschissener ging, einfach kurz einen Tag Ruhe gemacht habe. Und dann ging das halt immer. Ich habe noch ein Thema, was aber komplett was anderes ist. Wollt ihr noch über irgendwas reden, bevor wir das anfangen? Weil das wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen. Tenet. Das Einzige, über was ich reden kann, ist Essen, Alter. Tenet ist nicht mal draußen, Digga. Und da brauchen wir noch nicht drüber reden. Tenet ist ein Film, auf den ich mich freue. Ich glaube, der wird richtig geil. Ja. Ich Christopher Nolan macht sehr gute Filme. Ich werde Freitag anschauen im Kino auf jeden Fall. Ich wahrscheinlich oder nicht, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock ins Kino zu gehen. Erstens wegen Corona und zweitens, weil ich ein faules Stück Scheiße bin, Alter. Ich schaue mir die Sachen lieber gerne auf Zorn und Fernsehen an. Da kann ich dich schön spoilern dann am Samstag. Ja. Mach das, Alter, und ich blockiere dich überall, Alter. Ah, schade. Okay, dann darf ich das wohl doch nicht machen. Was erwartest du, Digga? Also, ich fuck dich ab und spoil dich über den Film, den du sehen willst, Digga. Du wirst bestimmt nichts machen, Digga. Ich blockiere dich einfach, the fuck. Ah, naja. Echt? Ja, natürlich würde ich dich blockieren, Alter. Wenn du mir auf Eier gehst, blockiere ich dich einfach.